Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Silber Lounge Video hier auf diesem Kanal. Heute werden wir uns die zweite Silber Special Card erspielen, und zwar Team of the Week Olsen, heute aus der Serie A. Und wie gesagt, zeige ich euch natürlich alle Highlights, wie wir die Karte erspielt haben, unsere Tore, auch die gegnerischen Tore, beziehungsweise wie wir dann tatsächlich die Challenge geschafft haben, sprechen auch ein wenig über die Silver Lounge an sich. Und zwar muss ich wirklich sagen, natürlich spielen die meisten die Silver Lounge nicht nur aus Spaß, sondern wollen natürlich auch die Special Cards haben. Ich natürlich auch. Nichtsdestotrotz kann man denn auch, wenn man die Special Cards noch nicht hat, beziehungsweise wenn man die Special Cards auch hat, ein wenig Rücksicht auf die Gegner nehmen, denn, oder auf die Mitspieler so gesehen, denn man muss ja wirklich sagen, natürlich spielen wir alle FIFA aus dem gleichen Grund, wir wollen uns ein gutes Team aufbauen, wir wollen ein bisschen Spaß haben und nicht beim ersten Gegentor des Gegners direkt rausragen, rausquitten oder ähnliches oder einfach nur Zeitspiel machen, damit man ein Tor sichert. Das kommt natürlich auch in der FUT Champions League vor, im Division Rivals natürlich auch in den höheren Ligen, aber auch vor allem in der Silver Lounge, dass die Gegner auf jeden Fall rausquitten nach dem ersten Gegentor und sich dann neuen Spieler suchen, wo sie dann tatsächlich bessere Chancen haben. Ist meiner Meinung nach nicht so der Sinn des Spiels, nichtsdestotrotz bleibt die Silver Lounge, ja. Und der Modi an sich ist ja auch ziemlich gut gemacht, deswegen wollen wir da nicht rummeckern. Was haben wir in dieser Silver Week so geschafft? Wir hatten auf jeden Fall gute Gegner. Man merkt auch immer wieder, wie die Teams sich verbessern. Zum Anfang der Silver Lounge war das natürlich noch so, dass jeder einfach nur die Silberkarten aus dem Verein genommen hat, die er da hatte. Das heißt, einfach nur random, ohne viel Chemie, im besten Fall mit ganz Chemie, aber also mit voller Chemie, nichtsdestotrotz trotzdem dann auch mit schlechten Karten. Man merkt natürlich, dass das sich immer verbessert. Nichtsdestotrotz fehlt noch so die Auswahl der Special Cards, damit man sich wirklich ein gutes Team um die Silber Team of the Weeks bauen kann. Das wird definitiv noch kommen. Ich denke mal, so spätestens Anfang nächsten Jahres wird das dann so sein, dass man auf jeden Fall ziemlich gute Teams auch mit den Silber Team of the Weeks machen kann. Nichtsdestotrotz genießt man natürlich die Zeit auch, wo nicht diese ganzen overpowerten Silberkarten schon ins Spiel reingeflossen sind. Und wie gesagt, Silver Week an sich, beziehungsweise Silver Lounge an sich, macht ja auch noch immer noch Spaß. Vorausgesetzt, man hat da das richtige Team. Dementsprechend sehen wir auch hier, der Gegner hatte nun auch keine Lust mehr nach dem 4:0. Vor allem in der 82. Minute hätte er natürlich auch zu Ende spielen können. Nichtsdestotrotz, die Silver Lounge eben. Und hier holen wir uns dann unsere Belohnungskarte ab, dann tatsächlich der Silver Team of the Week Olsen, Serie A, rechter Flügel, hat sogar, glaube ich, den Finesse-Shot-Straight. Also von daher keine so schlechte Karte. Dementsprechend schauen wir uns das hier mal an. Wunderschön gemacht auch von EA, dass man diese Silberkarten auch in dem Modi erspielen kann. Man sieht auch, wäre auch für eine Goldkarte ziemlich gute Stats. 90 Tempo, 82 Dribbling, 80 Schuss. Linksfuß hat leider nur 3 Sterne-Skills, deswegen ein wenig benachteiligt, nichtsdestotrotz. Macht dir auf jeden Fall Spaß, probiert ihn auf jeden Fall aus, falls ihr ihn gespielt habt, herzlichen Glückwunsch. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Episode. Haut rein, meine lieben Freunde, und Peace.